Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Heute geht es um ein Tool, um eine Plattform, da habe ich mich echt am längsten gewehrt dagegen. Und zwar, die Rede ist von TikTok. TikTok ist ein reines Videoportal mit sehr viel Augenmerk auf Musik und ja, Lippensynchronisation. Ich habe sie mal ausprobiert, habe sie am Handy drauf gehabt und nach den ersten 5 Videos, die ich gesehen habe, die aus ja, Arsch und Titten bestanden, war die App einfach wieder zu und sofort vom Handy runter. Das war vor einem Jahr circa. Und dann kam die große Überraschung. Als mein Teenager neben meinem Auto stand und ja, es ist beklebt natürlich mit Homepage und Co., fragte ich ganz interessiert, was sie da macht, ja, mit dem Handy und so gescrollt und dann sagt sie, ja, ganz einfach, sie hat meinen Namen auf TikTok eingegeben. Und ich so, aha. Und sie, ja, und hat die App zugemacht und ist gegangen. Und das war für mich sehr, sehr ausschlaggebend, weil ich habe gerade einen potenziellen Kunden verloren. Das war echt heftig. Und daraufhin habe ich mich nochmal auf TikTok angemeldet. Und der Inhalt war noch immer nicht besser. Und dann habe ich mal in TikTok die Suchenfunktion verwendet. Und einige Redner, Trainer, ja, Leute, die ich sonst von YouTube und Co. folge, eingegeben. Und Überraschung, da war jede Menge wertvoller Inhalt. Und als ich dann auch noch die Zugriffszahlen sah oder die Aufrufe der jeweiligen Videos, boah. Und das ist, glaube ich, ist es für dein Unternehmen, für deine Tätigkeit einmal das Wichtigste überhaupt. Ja, TikTok ist eine Spaßplattform. Auf TikTok sind sehr viele Teenager und Co. Allerdings, erstens sind das wieder Mythen, Einwände und ja, Geschichten aus der Vergangenheit. Die Altersgruppe steigt immer mehr. Mittlerweile habe ich schon sehr, sehr viele Branchen auf TikTok entdeckt, mit denen ich nie gerechnet hätte. Von der Baufirma über Logistik, über Pflaster verlegen. Absolut alles ist irgendwie da und ja, teilweise echt gut gemacht. Ja, die Videos sind meistens auf Spaß, können allerdings, wenn sie gut gemacht sind, auch richtig Mehrwert bringen und ja, Mehrwert bringen, that's it. Was ist noch so richtig toll an TikTok? Ja, teilweise macht es Spaß, TikTok-Videos zu produzieren. Hier rate ich dir allerdings wirklich, überleg dir ein bisschen, ob du einfach so aus Spaß bei einem TikTok-Hype mitmachst, ja, und wie das dann wirklich auf dein Unternehmen wirkt. Ich habe da schon einige Fehltritte wirklich gesehen von Menschen, die wirklich gute YouTube-Videos produziert haben oder gute Blogs haben und wie auch immer. Und dann sehe ich sie irgendwie, keine Ahnung, halbnackt auf TikTok zu einem Lied tanzen, das im Sommer mal modern war. No-go. Absolutes No-go. Probier deine Sparte aus, probier deine Videos aus. Und jetzt ein bisschen zu den Zahlen, das ist echt heftig. Also ich habe hier von Wikipedia einen Auszug. Im Juli 2021 lag der Kurzvideoanbieter mit 63 Millionen Downloads vor Facebook und WhatsApp. Insgesamt wurde die App 3 Milliarden Mal heruntergeladen. Wow, okay, hey, wenn du da nicht dabei bist oder dabei sein willst, voll okay, dir entgeht einfach eine große Chance. Das nächste Riesenfeature von TikTok aus technischer Sicht und vor allem aus meiner Sicht, ja. Auf YouTube zum Beispiel wird ein Video nur gefunden, wenn jemand danach sucht, nach einem Inhalt, oder wenn jemand meinen Kanal abonniert hat und dann informiert wird, dass es ein neues Video gibt. Oder ich muss oder kann meine YouTube-Videos zum Beispiel auf Facebook teilen und vielleicht sieht sich dann jemand ein Video an. Auf TikTok wird absolut jetzt technisch ohne Schnickschnack erklärt, einfach nach Chaos-Prinzip dein Video einfach rausgespielt. Im Moment dauert es noch 1-2 Stunden, du lädst dein Video hoch, gibst einen Text hinzu, kannst Untertitel hinzufügen, die funktionieren bei einem Österreicher noch nicht so gut, und dann wird dieses Video ausgespielt und ja, ich sage mal in den ersten 24 Stunden, keine Ahnung, das gleiche Video auf YouTube 10 Aufrufe, auf TikTok 200 bis 500 Aufrufe. Wow! Natürlich ist auf TikTok auch der Inhalt sehr schnell wieder weg. Auf YouTube wird er noch länger gefunden.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. TikTok macht Spaß. Bedenke auch deine For You-Page, so nennt sich das auf TikTok, also die erste Seite, die sich öffnet, wo wahllos Videos abgespielt werden, passt sich auch deinem Betrachtungsverhalten an. Ja, das heißt, je mehr Videos du siehst zum Thema Autotuning, umso mehr Videos zu diesem Thema wirst du auch sehen. Probier auch unbedingt mal die Suche aus, ob deine Branche, deine Tätigkeit schon vertreten ist, oder such dir ein Thema raus. Das ist jetzt wirklich TikTok geiler Scheiß 2022. Nimm die Suche, such dir die Videos aus dem letzten Monat raus mit den meisten Aufrufen zu deinem Thema, das gerade passt. Und ja, mach das nach oder ähnlich oder however, ja. Da geht richtig was. Im Moment, Dezember 2022, der Hype TikTok. Probier es aus, nutze es sinnvoll geschäftlich und lass dich mal ein bisschen überraschen, welche große Firmen hier wirklich einen top-professionellen Auftritt haben und weit weg von dem Mythos TikTok-Spaß und Lip-Sync-Videos sind. Ja? Bis zum nächsten Mal. Danke auch für dein Feedback. Wie geht's dir mit TikTok? Daumen hoch, abonnieren und so weiter. Du weißt schon. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.